Denn jetzt geht die Luzi ab. Candidus, sprich. Okay, nee, das ist eine normale Wolfsratte. Du hör auf Radzinski einzuhauen und hau lieber erstmal die Wolfsratten um. Folgt mir. Jetzt können wir weiter auf Mutter Radzinski eindreschen. Bald sollte die Erde beben und sie sollte ihre ersten... Ja, genau. Ein Schwert, ein Wolf. Wilden Wolfsratten rufen. Okay, das war nicht so schön. Na klar, Arquatus. Da kommen die nächsten wilden Wolfsratten. Lass das mal vor. Für Machardo. Aufgepasst. Bei meiner Axt. Und die haben es grundsätzlich alle immer auf Gladys abgesehen. So. Lass das mal vor. Jetzt erst einmal die Wolfsratten wieder loswerden. Das Gute ist, bei uns scheinen sie es nicht mehr zu schaffen, also bei Vorgrim und Venuir, Wunden zu schlagen. Ein Schwert. Wir scheinen auch unter Radzinski wenigstens guten Schaden zu machen. Das sollte, glaube ich, jetzt die letzte Welle gewesen sein, die sie rufen tut. So, nicht mehr lange. Und ja, die Rattenplage besiege Mutter Radzinski.
Eine mutierte Ratte ist die Quelle des Übels. Sie scheint die Mutter und Rudelsführerin all dieser Plagegeister zu sein. Wenn ich sie beseitige, dürfte das folglich auch das Ende der Plage sein. Na, dann auf in den Kampf. Ich habe eine kristallene Höhle gefunden, aber so schön sie auch ist, so hässlich ist das Geheimnis, das sie birgt. Die Quelle der Rattenplage. Ja. Ja. Die Rattenplage. Bericht der Hausmeister Vorwisch. Ihr solltet dem Hausmeister davon berichten, dass die Quelle der Plage beseitigt ist. Moderat Zinski ist tot und die Plage ist vorbei. Saranar Ayor. Feyatara Gra. So, jetzt aber erstmal Wunden wegmachen. So, und dann häuten wir Mutter Radzinski. Magischer Ring nicht identifiziert. Identifizieren. Ring des Lebens. Plus 10 Lebenspunkte. Sprich, Freund. Lass das mal Vorgrim machen. Folgt mir. Den nehme ich gerne. Alles klar. Weil die beiden, die haut es hauptsächlich durch Wunden um und nicht durch Sterben. Ja. So, dann gucken wir mal, was wir so noch aus den Wolfsratten holen können. Also auf jeden Fall Zeug zum Verkaufen. So, schön die Wolfsratten plündern. Dann gucken wir mal, ob noch was in der Höhle ist. Vielleicht noch irgendein geheimer Rattenschatz. So, das sollte die letzte Wolfsratte dann sein. Sieht danach aus, so. Gut, das ist dann Zeug, das wir verkaufen können. Aber was gibt es hier hinten noch so? Eine Wolfsratte. Eine einfache Wolfsratte. Ja. Hast du noch was dabei? Dass du hier so alleine rumstreunst? Nö, nicht wirklich. Ach ja, und sicherheitshalber mal ein Quicksave machen. Weil Mutter Radzinski jetzt nochmal zu bekämpfen möchte ich nicht unbedingt.
Also hier ist nichts. Hier sieht auch nichts aus. Hier sind zwar Gerippe, aber nicht wirklich von irgendwas, das wir plündern könnten. Und ja, hier hinten habe ich gar nicht geguckt, aber hier ist dann auch nichts mehr. Gut. Das heißt, keine Beute im Rattennest, außer das, was Radzinski selber im Magen hatte. Und wer mein Am Fluss der Zeit Let's Play gesehen hat, nur nochmal, um es zu erwähnen, weil ich weiß nicht, ob ich es das erste Mal erwähnt habe. Dort gab es auch eine Quest mit einer Rattenplage, wo wir den Vater getötet haben. Oder töten mussten. Und da gab es einen Hinweis, dass eine der Weibchen entkommen ist. Und das ist Radzinski gewesen. Da seid ihr ja. Ich werde euch folgen. Sagt mir Bescheid, wenn wir in eine andere Etage wechseln sollen. Ja, bring mich zurück zum Ausgang, zum Bruder Vorwisch. Genau, denn wir wollen hier raus. Wenn ihr was braucht. Ja, ich möchte gerne einfach bei dir schon mal die Sachen verkaufen. So. Hi. Ich warte hier auf euch. Tiefer in den Keller werde ich nicht gehen. Ihr braucht nicht mehr zu warten. Die Arbeit ist erledigt. Euer Rattenproblem sollte der Vergangenheit angehören. Tatsächlich, ich kann es kaum glauben. Erzählt mir mehr. Ich bin hinabgestiegen in die tiefsten Abgründe unter Fährtung und habe dort die Mutter aller Wolfsratten ausfindig machen können. Und diesem Monster einfach mal Einhalt geboten. Ihr seid ein Held auf dem rechten Felsen. Erzählt mir mehr. Ich mag diese spannenden Geschichten. Sehr viel mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Ich habe der Riesenrattenmutter und ihre Sippschaft in Chaos gemacht. Das ist alles. Ach so. Tja, dann sind wir hier wohl tatsächlich fertig. Ach ja, bevor ich es vergesse, hier ist eure Belohnung. Können wir jetzt wieder hinauf? Auch ohne Ratten gruselt es mich hier irgendwie. Hier ist alles erledigt. Kommt, lasst uns wieder hinaufgehen. So. Viel Geld haben wir, glaube ich, dafür nicht gekriegt, aber einen schönen Ring, das hat sich dann schon mal rentiert. So, das heißt, wir können erstmal unsere Ausrüstung wieder wegstecken. Alles klar. So. Haben wieder ein paar Erfahrungspunkte. Ja. Gerade um Lebenspunkte mal zu erhöhen. Also Gwendola kann ein paar gebrauchen. Meint das bin ich, geht ruhen. Lass das mal Vorgrim machen. Ja, ich wüsste halt nicht mehr, wo ich Vorgrim noch reinpacken sollte. Bogen kann ich auch nicht mehr steigern bei Gwendola. Naja. Oh, stimmt ja. Das hatte ich ganz vergessen bei Waffen kann ich entscheiden, ob es in Attacke oder Parade gehen soll. Ah. Ah. Das habe ich irgendwie die ganze Zeit beim Steigern nicht mehr beachtet. Aber ist okay, es ist recht gleichmäßig. So, ich würde jetzt sagen, wir gehen zum Preiausplatz zurück, ne? Da wird es nämlich langsam wieder Zeit für einen Cut, also zum Speichern. Wir haben ja jetzt wenigstens das Wichtigste geschafft. Haben auch endlich mal die Rattenquest abgeschlossen. In der Taverne sollen Trolle sein. Ja. Geschlossen ist. Wo ist es denn? Rattenplage. Die Quelle der Plage ist vernichtet. Es besteht also wieder Aussicht auf ein Ende der Rattenschwemme. Das glaube ich nicht. Komm, lass uns nachschauen.
Oh. Und wenn wirklich Trolle drin sind? Das ist ein guter Einwand. Was sollen wir machen? Gut. Warten wir lieber auf Verstärkung. Sicher ist sicher. Trolle in der Taverne. Na, das können wir uns dann beim nächsten Mal angucken. Aber erstmal speichern. Let's Play 025. Und dann gibt es hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich.